Bugün Kuzey Ren ve Svalya'nın Rusluk şehrinde düzenlenen işverenlerin çalışma ve sosyal sorumlulukları adlı panel, Ruh Business Platform ve Altun GmbH'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Panele Kuzey Ren ve Svalya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Guttram Schneider, Federal Meclis Üyesi SPD Milletvekili Berbil Bas ve yine Kuzey Ren ve Svalya SPD Milletvekili Rayna Bischof ile beraber çok sayıda işveren ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Diese Jugendliche, die bei mir diese Gespräche gesucht und gefunden haben, die waren nicht, deren Potenzial wurde von der Gesellschaft nicht entdeckt. Es gab bei den Gesprächen besondere Jugendliche, die mich erfreut haben oder manche, die mich richtig verärgert haben. Einmal kam eine junge Frau zu mir, mit 24 Jahren, Gymnasiumabschluss. Sie beklagte sich, trotz ihres Gymnasiumabschlusses keinen Ausbildungsplatz bekommen zu haben. Sie war 24 Jahre alt damals. Wir haben sie in dem Beruf Bürokauffrau ausgebildet. Die Ausbildung wurde verkürzt, erfolgreich abgeschlossen. Nach der Ausbildung haben wir sie übernommen. Nun ist sie im Mutterschaftsurlaub. Letztes Jahr kam eine junge Dame mit 17 Jahren mit dem ähnlichen Argument. Sie beklagte sich trotz ihres Abschlusses, sie hat aber keinen Gymnasiumabschluss, aufgrund ihres Kopftuches keine Stelle zu bekommen. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem, einfache Fragen haben wir gestellt, einfache Matheaufgaben, Hauptklasse, Hauptschule. Keine Antwort. Auf die Frage, wer ist Oberbürgermeister von Duisburg? Keine Antwort. Ministerpräsident von NRW? Keine Antwort. Auch die Bundeskanzlerin, ich sage Kanzlerin, auch keine Antwort. Aber auf die Frage, wer führt die Geschäfte in der Türkei, da war die Antwort wie aus der Pistole geschossen, richtig. Ich habe sie versucht, mit einigen Möglichkeiten aufzuklären und mit einigen Hausaufgaben habe ich sie nach Hause geschickt. Wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht hat, kann sie im nächsten Jahr nochmal bewerben. Die soziale Verantwortung möchte ich gleich bei der Diskussionsrunde noch vertiefen. Ich möchte mich hier nochmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte das Wort an Herrn Minister Schneider übergeben. Ja, sehr geehrter Herr Altun, meine Damen und Herren, ich bin auch gerne heute wieder einmal nicht nach Duisburg, sondern nach Rheinhausen gekommen. Es gibt da ja kulturelle Unterschiede, die werden auch langfristig nicht zu überwinden sein. Das hat auch etwas für sich. Die Menschen leben in ihrem Quartier und nicht in größeren Zusammenhängen. Ich bin gerne nach Rheinhausen gekommen, weil über Duisburg und Rheinhausen ja in den letzten Monaten und Jahren genug Negatives berichtet wurde. Es gibt aber in dieser Stadt, die mit extrem großen, schwierigen Problemen zu kämpfen hat, auch unglaublich positive Beispiele für das friedliche Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, von Menschen mit unterschiedlichen Religionen und unterschiedlicher Herkunft. Und dies wird, so denke ich, zu wenig gewürdigt. Und deshalb, Herr Altun, betrachten Sie meinen Besuch heute in Ihrem Unternehmen auch ein Stück weit als Verbeugung vor ihrer bisherigen Lebensleistung. Insbesondere im Hinblick auf ihr großartiges Engagement bei der Ausbildung junger Menschen. Zwischenzeitlich werde ich ja auch der Lehrlingsminister genannt.
Das ist für mich gar nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Darauf bin ich auch ein Stück weit stolz, weil ich weiß, dass wir über die Verbesserung und Ausweitung unserer Berufsausbildung ein Stück weit den Wohlstand in der Zukunft für unser Land sichern werden. Es ist schon außerordentlich bemerkenswert, dass Sie bei 92 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 21 junge Menschen in Ausbildung haben. Das ist, und ich kenne die Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen, so denke ich, relativ gut, Spitze. Absolute Spitze. Ich kenne kein Unternehmen, das in der Tiefe in Nordrhein-Westfalen ausbildet. Und besonders... Und die Zahlen auch in Nordrhein-Westfalen sprechen ja eine sehr deutliche Sprache. Wir haben bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile 750.000 Selbstständige mit ausländischen Wurzeln. Und bei diesen 750.000 Selbstständigen sind 2,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Hier wird wieder einmal deutlich, ich könnte Zahlenreihen fortsetzen, wie wichtig Menschen mit Migrationshintergrund auch für unsere Wirtschaft und deren Funktionsfähigkeit sind. Wir können unsere Volkswirtschaft, ganze Branchen überhaupt nicht mehr aufrechterhalten ohne Menschen mit Migrationshintergrund. Und deshalb muss endlich das dumme Gerede aufhören, wonach Menschen mit anderer Herkunft Belastung für das Land sind und darstellen. Nein, sie sind keine Belastung, sie sind kulturelle und ökonomische Notwendigkeit. Ich sage Ihnen, das Flüchtlingsthema ist kein vorübergehendes. Das Flüchtlingsthema wird in den nächsten Jahren die Innenpolitik in diesem Land bestimmen. Und Sie werden sehen, dieses Land wird sich auch ganz erheblich verändern. Ganz erheblich verändern über die vielen Menschen, die zu uns kommen. Und zwar positiv verändern. Davon bin ich überzeugt. Ich würde mich freuen, wenn solche Mittelständler wie Sie auch mal eine stärkere Würdigung ihrer Tätigkeit erfahren würden. Die Landesregierung ist stolz darauf, dass wir solche Unternehmer in Nordrhein-Westfalen haben und sie sind ganz, können ganz sicher sein, ich werde das auch weiter sagen und darauf hinweisen, dass in Duisburg ein Unternehmen ansässig ist, wie es eigentlich bezogen auf die Berufsausbildung in ganz NRW kein zweites gibt. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, Herr Minister Schneider, für die Wörtliche. Panelde ayrıyeten son zamanlarda artan göç ve yabancı düşmanlığı da ele alındı. Das ist Punkt 1. Was man selbst hier tun kann, oder Sie als Unternehmer, ist, wenn wir die Anträge schneller als bisher geprüft haben und wir wissen, die Menschen bleiben eine ganze Weile hier. Ich glaube sowieso, dass die Menschen, die jetzt hier ankommen, sehr lange bleiben werden. Insofern macht es auch Sinn, dass sie hier arbeiten würden. Also nehmen Sie es auf und lass uns gucken, dass wir die Talente, die da sind, fördern und bei uns integrieren und die Chance wahrnehmen, die das mit sich bringen. Die zweite Frage, jetzt haben wir mit den Alten, der gerade jemand, den wir heute ehren, also das kann ein Unternehmer tun, ne? Bilden Sie aus, nehmen Sie die Menschen auf. Also die Rolle gut zu haben, die Sie in der Gesellschaft haben, finde ich. Wenn Sie darüber ehrenamtlich noch mehr machen, dann ist es ganz toll. Aber das wäre einfach mein Wunsch als Politiker erstmal, dass Sie das gut machen, was Sie können und wo Sie auch in der Gesellschaft bestehen. Also nur noch einige Bemerkungen natürlich, wenn so viele Menschen zu uns kommen, gibt es auch Kriminalität. Da kann ich nur sagen, es gilt unsere Verfassung und die daraus resultierende Gesetzgebung. Und jeder, der hier aufgenommen wird, muss sich daran halten. Ansonsten muss er mit Sanktionen rechnen.
Und da kann es auch keine falsch verstandene Liberalität geben. Das ist ja auch im Interesse der Flüchtlinge, dass man sowas von vornherein eindämmt, damit nicht alle diskreditiert werden, weil einige wenige dumme Dinge tun. Nochmal zu dem, was Bärbel Barr sagt, zu der europäischen Dimension. Man muss sich mal vorstellen, im Moment, in diesem Jahr, hat Nordrhein-Westfalen mehr Flüchtlinge aufgenommen als die gesamte Französische Republik. Das kann ja nicht sein. Zumal, wenn immer darauf hingewiesen wird, die Europäische Union sei auch eine Wertegemeinschaft. Also, da stehen die Werte, unabhängig von religiösen Überzeugungen. Das ist im Grunde genommen die Geburtsurkunde der Vereinten Nationen der zivilisierten Welt. Und solche Länder wie die Republiken im Baltikum oder Ungarn oder auch Polen müssen endlich bereit sein, anteilig Flüchtlinge aufzunehmen. Wo kommen wir denn dahin? Ich bin auch der Auffassung, dass das Dublin-Abkommen überholt ist. Ich kann nicht die Länder, die Küsten haben, wo Flüchtlinge landen, für die Aufnahme der Flüchtlinge verantwortlich machen. Und ich kann nicht darauf hinweisen, dass es in Griechenland keine funktionierende Verwaltung gibt und dieser Staat ökonomisch nun nicht wirklich gut dasteht und andererseits diesem Land die große Herausforderung im Hinblick auf die Flüchtlinge überlassen, die da anlanden. Das geht nicht. Also Schulung aus eigener Erfahrung ist das teuerste Schulung. Man sollte aus der Erfahrung der anderen profitieren und die Unternehmen, die das mitgemacht haben, können von unserer Erfahrung einfach profitieren. Dieser Rattenfinger von rechts, von den Rechtsextremisten, dass die keinen Rückhalt finden. Und das ist zum Teil zwischen Ost- und Westdeutschland noch anders. Also Sie werden das nicht mehr lesen. Also jetzt sind ja gar nicht so viele Duisburger hier, ne? Aber Pegida steht immer noch jeden Montag am Hauptbahnhof, auch in Duisburg. Das nimmt aber kein Mensch mehr wahr, weil die Mitte der Gesellschaft denen die kalte Schulter in Duisburg, das kann er wahr, die kalte Schulter gezeigt hat irgendwann. Wir haben eine große Demonstration gemacht im Januar. Da sind viele Menschen gekommen. Und dann haben wir auch nur eine gemacht und haben nicht jede Woche dagegen weiter demonstriert. Und ich bin überzeugt, das hat funktioniert. Ne? Also die Mitte der Gesellschaft nimmt sie nicht wahr, die stehen da, die kakeln da ein bisschen rum, das ist nicht schön. Ich habe jetzt gestern noch eine Mail bekommen von einer Gegenaktivistin, die mir schreibt, ist das denn ein gutes Bild, wenn die Menschen aus dem Hauptbahnhof kommen und sehen da kakelnde Rechtsextremisten, weil die da angemeldet haben. Ne? Das ist dann veranstaltungstechnisch etwas schwierig, weil die ein Demonstrationsrecht haben, zu sagen, sie sollen irgendwo in die Ecke gehen, damit sie keiner mehr sieht. Die wollen natürlich gesehen werden. Die hat sich gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen schon aufgeklärt ist. Jede Stadt hatte einen eigenen Weg. Die Kölner haben, die Pro-Kölner haben es einfach weggesungen und weggetanzt. Also wir finden da immer Möglichkeiten. Ich habe mir das ja am Montag da auch angeschaut, am Hauptbahnhof, da kamen ein paar rachitische Gestalten. Das war wirklich nicht mit großer Aufmerksamkeit der Umwelt verbunden. Aber ich würde da schon etwas tiefer gehen. Also wir haben jetzt, darauf ist ja hingewiesen worden, eine breite Welle der Solidarität mit Flüchtlingen. Das ist außerordentlich positiv. Ich weiß aber nicht, wie lange das anhält. Und wir wissen ja aus vielen Untersuchungen, dass zwischen 15% und 20% der Menschen bei uns ein geschlossenes, konservativ bis rechtsextremistisches Weltbild haben. Die fallen nur nicht jeden Tag auf, weil auch bei uns bestimmte Dinge bisher jedenfalls tabuisiert sind. Also wenn sie mit offenem Antisemitismus agieren, sind sie in diesem Lande tot. Auch aufgrund unserer Vergangenheit sind sie politisch tot. Das Schlimmste sind die Ideologen dieser Entwicklung, die im Kaschmir-Pullover daherkommen. Denken Sie nur an manche Publikationen in den letzten Jahren, wo sehr offen völkisches Denken weitergegeben wurde, propagiert wurde, bis hin dazu, dass Muslime einen genetischen Defekt haben, der eben dazu führt,
dass sie anders sind als andere Menschen. Deklaration der Menschenrechte, da steht eigentlich alles drin. Also wir müssen uns mit den Ideologen solcher Bewegungen stärker auseinandersetzen. Und das ist eine Aufgabe eigentlich aller Demokraten. Ich will nur zwei Dinge noch ergänzen. Also angesprochen, jeder Einzelne kann was tun. Ich erlebe das mittlerweile, dass die Angst, Verunsicherung, Vorurteile immer stärker laut werden. Jeder Einzelne kann dagegenhalten. Muss er auch, finde ich. Ist so eine Aufgabe von uns allen. Da kann man nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern da muss jeder, wenn solche Vorurteile hochkommen, dagegenhalten. Das mache ich sogar bei mir in der Nachbarschaft, wohne zur Miete, 10 Parteien. Da habe ich, sag mal, so bürgerliche Mitte, da habe ich immer gedacht, die müssen es eigentlich besser wissen. Aber man merkt schon, da kommen so manche Vorurteile in der Tat durch. Die brauchen doch alle gar keine Hilfe. Es sind alles junge Männer, die da kommen und die sehen die Bilder in der Tagesschau. Und da muss man direkt dagegen halten. Ich glaube, da kann jeder was tun, jeder Einzelne. Und in Duisburg finde ich wirklich phänomenal, wir machen das. Und das ist wichtig, eine nachhaltige Arbeit gegen rechts. Die muss über Jahre gehen, die muss ein breiter Konsens in der Gesellschaft sein. Das ist uns in Duisburg immer gelungen, in anderen Städten weniger gut, aber hier ist uns das immer gelungen bisher. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir da immer sofort reagiert haben, mit allen Verbänden, mit allen Kirchen. Das war sofort, Rainer Bischof organisiert das ja, also wenn dann Anruf kommt, dann funktioniert das auch sofort. Dann stehen alle sofort da und das ist auch ganz wichtig, dass sowas auch organisiert wird. Das kann man tun. Und Manuela Schwesig, die Bundesministerin, Bundesfamilienministerin, ist auch eine, die diese Organisationen, die gegen rechts auch arbeiten, Integrationsarbeit leisten, auch stark finanziell wieder unterstützt. Die Mittel sind ja zurückgefahren worden. Wir wollen das wieder ausbauen, dass solche Projekte, Initiativen, Organisationen auch, die jahrelang schon gegen rechts kämpfen, gegen diese Vorurteile ankämpfen, den jungen Leuten Argumente geben dagegen, dass die auch stärker finanziell unterstützt werden. Insofern kann Politik und Staat was tun. Und ich finde auch, das sage ich auch immer, Abgeordnete, Minister und so weiter müssen auch eine deutliche Sprache finden, damit eben die Mitte der Gesellschaft kapiert, wir wollen das nicht. Das muss funktionieren, das muss man deutlich sagen. Wir sind auch Vorbilder an der Stelle irgendwo für viele Menschen. Und da muss man deutliche Worte gegen rechts finden. Und das kann jeder Einzelne von uns tun, so wie wir hier sitzen. Aber Politik kann eben auch mit finanziellen Mitteln stützen. Und um auf das Thema Europa nochmal zu kommen. Ja, ich habe auch Sorge, dass das auseinanderbricht, wenn wir da nicht sowas wie einen Flüchtlingsgipfel auch auf der europäischen Ebene hinkriegen. Ich gehe davon aus, der wird stattfinden. Ja, und wie regelt man das? Natürlich auch mit Geld. Also wenn man bestimmten Ländern auch dann Unterstützung gibt, dass sie Flüchtlinge aufnehmen, wäre das auch eine Möglichkeit. Also nicht nur Geld zu geben, um irgendwelche Bürokratie aufzubauen, sondern eben auch, um humanitäre Hilfe zu leisten. Auch das würde vielleicht dem einen oder anderen ärmeren Land in Europa ein Stück weit helfen, wenn da die größeren Nationen auch Geld für die Flüchtlingsunterbringung, für die breite Verteilung in Europa zur Verfügung stellen, dann könnte das gelingen. Ansonsten sehe ich auch die Gefahr, dass dieses Europa an dieser Frage auseinanderbricht. Wer sich an die Worte des Ministerpräsidenten Renzi erinnert, der Italiener, der gesagt hat, wenn das das Europa ist, die ihn mit dieser Aufgabe am Mittelmeer fast alleine lassen, dann, ich sage, wir sind ja in Duisburg, ne? Darf ich das sagen? Dann scheiß ich drauf, hat er gesagt. Ich will das jetzt, er hat es vielleicht höflicher ausgedrückt. Aber er sagt das wahrscheinlich in Italien, aber ich sage das jetzt in Duisburg auch mal so. Wir sind eine deutliche Sprache gewohnt. Und dann hat er auch vollkommen recht. Es wäre der Erste, der es mal so drastisch ausgedrückt hat. Und deshalb müssen wir jetzt da auch reagieren, weil sonst wird dieses Europa auseinanderbrechen. An einer anderen Frage, als wir vielleicht geglaubt haben, nicht an dem finanziellen, sondern an der humanitären Katastrophe, die da ist. Eine ganz großartige Veranstaltung, fand ich. Einmal, weil es wichtig war, Herrn Altun und den Betrieb Altun GmbH zu ehren, aber auch inhaltlich, was wir diskutiert haben. Also ich fand es wichtig, diese Flüchtlingsfragen, die wir diskutiert haben, auch mal aus der Sicht der Migrantinnen und Migranten oder auch mittelständischer Unternehmen. Die diskutiere ich im Moment von morgens bis abends. Also überall, wo man hinkommt, Flüchtlingsfragen. Ne? Aber da ist das dann mehr aus Sicht von Behörden und von Institutionen. Ne? Die Stadt, habe ich gestern Abend lange Diskussion gehabt, wie macht man das jetzt? Und da steht der Bus da vor der Tür. Und jetzt aus der Sicht der Menschen mit Migrationshintergrund, das nochmal zu diskutieren, fand ich sehr erfrischend und fruchtbar. Also, wenn ich ehrlich sein soll, das klingt jetzt nicht gut, im Moment reagieren alle nur, das geht so schnell. Also weder der Bund weiß, wie viele morgen wirklich kommen, noch das Land Nordrhein-Westfalen weiß es, noch die Kommune.
und alle reagieren und das machen die im Moment, glaube ich, ziemlich toll. Also es klappt alles noch irgendwie. Ne? Irgendwie kommen die Menschen. Ne? Der Innenminister hat uns vorgestern gesagt, das erste Ziel ist, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Also dass die abends ein Dach über den Kopf haben. Also erstmal bin ich sehr beeindruckt, dass hinter mir, vielleicht kann man das sehen, die Menschenrechte hängen. Das habe ich selten bei einem Unternehmen erlebt. Bis hin zu habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Also insofern bin ich sehr beeindruckt. Aber beeindruckend ist eigentlich das Unternehmen. Also mit welchem sozialen Engagement, dass es hier nicht nur ums Geldverdienen geht, sondern dass wirklich der Mensch, der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Mit all seinen Problemen, die dann hier auch aufgearbeitet werden, dass hier Leute eine Chance bekommen, die vielleicht von ihren Zeugnissen, von ihrer Biografie nicht immer einen geraden Weg haben. Hier kümmert man sich eben auch um diese Fälle und das finde ich ist ein tolles soziales Engagement eines Unternehmens, was man heute selten antrifft, gerade bei Mittelständlern, weil Mittelständler eben auch kleine Einheiten sind, die oft gucken müssen, dass sie überhaupt überleben können auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist hier ein tolles Unternehmen, das eben sagt, mein Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und ihm verdanke ich am Ende, dass ich erfolgreicher Unternehmer bin und das ist eine ganz tolle Philosophie. Also dies ist von Herrn Altun aufgebaut, ein ganz hervorragendes Unternehmen, wo Integration gelebt wird. Wenn jemand bei 92 Beschäftigten 21 Auszubildende im Betrieb hat, ist dies vorbildlich. Hier kann man gar nicht genug loben. Bugün Kuzeyden Eyaleti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Guthram Schneider buradaydı. Ayrıyeten yine Kuzeyden Eyaleti'nden meclisinden Rainer Bischoff buradaydı ve federal meclisten Beryl Bas hanımefendi buradaydı. Biz istiyoruz ki bugün yapılan bu panel hakkında neler söyleyeceksiniz, bizimle neler paylaşacaksınız? Biz Türk veyahut da yabancı kökenli iş adamları yaşadığımız yerdeki bazı sorunlara el atıp onlara çözüm üretmek zorundayız. Aslında insanın mutlu olmanın yolu yaşadığı yeri sevmekten ve oraya çözüm aramaktan geçiyor. Biz aslında sadece bunları yaptık. Sağ olsun Bakan Bey de bizim bu yaptıklarımızı keşfetmiş, geldi bize bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Ve burada da şirketler toplumsal sorumluluk adı altında yapması gerekir. Konuşuldu ve tahmin ediyorum katılımcılar tarafından çok beğeni kazanıldı ve bu tür panellerin devamının geleceğini bekliyoruz inşallah. Evet. Sayın Altun, benim dikkatimi çeken şey şuydu, çokça iş adamının burada olmasıydı, iş çevresinin burada olmasıydı. Sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve üyelerinin çok olması dikkatimizi çekti. Bu size neyi getirdi, bu size neyi getirecek? Hedefleriniz konusunda herhangi bir değişiklik olacak mı? Yoksa sizin zaten oturtulmuş hedefleriniz var mı? Aslında şahsım için değişen bir şey yok. Biz zaten yaptığımızı yapıyoruz. Sadece bunu yapmayan başka, dediğim gibi yabancı kökenli iş adamlarında bu tür faaliyetleri yapması gerektiğini sadece o arkadaşlarımıza göstermek, hatırlatmak istedik ki bunu da birçok kişi gördü ve uygulayacaklarını da bekliyoruz inşallah. Evet. Kaç tane işçiniz var bünyenizde? Bizim normal şartlarımızda 80 kişiyle çalışıyoruz ama şu andaki sezon dolayısıyla 92 kişiyle çalışıyoruz ve 21 tane de çıraklık eğitim ettiğimiz eleman var bunun beraberinde. Bir de dün bakana çok dikkatimi çeken bir farklı bir teklif götürdünüz. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Gençlerin iş edinmesi ve meslek edinmesi konusunda, diplomaları konusunda, işte bizim Almanca Abschluss dediğimiz belgeler konusunda bir yenilik önerdiniz. Acaba bunlarsız da insanlara Ausbildungsplatzlar, yani eğitim edinme merkezlerinde yer bulunabilir mi diye böyle bir teklif götürdünüz. Bunu kendiniz uygulamayı düşündünüz mü? Düşünecek misiniz? Aslında benim dün orada söylemek istediğim, gençlere çıraklık eğitimi fırsatı verirken ilk derecede notlarına değil, bu çocuğun önce karakter yapısına ve bu olan bir ekibe uyum sağlayabilip sağlayamayacağını ön planda tutup, çünkü notlar insanın büyük bir şey söylemiyor, sadece o zamandaki durumunu böyle ama geleceğinin böyle olacağı anlamına gelmez. O yüzden notları zayıf olan insanlara da bir nevi şirketler fırsat vermek zorunda diye düşünüyorum ve bundan da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ayrıyeten biz Doğu Türkistan kanalıyız ayrıyeten. Biz Uygur Türklerinden onların sesleri, solukları, yüzleri olmaya gayret ediyoruz.
onların sıkıntılarını, problemlerini de dile getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz sosyal medyada bununla ilgili çok enteresan böyle fake haberler çıkmaya başladı. Yalan yanlış haberler çıkmaya başladı. Orada da işte böyle olayların olmadığı konusunda enteresan dedikodular çıkarılmaya başladı. Siz bu konuda Uygur Türkleri hakkında, Doğu Türkistan hakkında neler söylemek istersiniz? Siz ve Bakan Bey de bugün burada görmüştür. Biz kendimize Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bir hedef olarak aldık ve onu her bölümünde uygulamaya çalışıyoruz. Ve biz de biliyoruz ki özellikle Uygur Türklerimiz de çok çok zulümler altında oradaki haklardan çok çok mahrum olduklarını biliyoruz yani. Gerçek haberleri bilmek isteyen biliyor.